Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Dani Roll P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Vesperia, die Definitive Edition. Ja, wir werden direkt mit dem Skit begrüßt. Wir sind in den Ruinen von Saude, die Alexei mal so aus dem Meer gefischt hat. Und ja, wir müssen uns hier noch ein bisschen umschauen, gucken, was hier noch los ist. Ich habe so das Gefühl, hier ist schon der richtige Weg, deswegen gehen wir da nicht als nächstes hin. Erst einmal ein Skit. Geistige Arbeit ist auch Arbeit. めんどくさい。海の底のこんな宮殿にどうして仕掛けなんて。大にして侵入者対策ってとこだろ。最古水石にも似たようなのがあったし、選ばれた証を持った者だけが入れるってやつね。手順を知る者だけが入れるってことです。そういうこと。まあ、ちょい頭ひねり。 Solchen Sachen stelle ich mir immer vor, die Leute, die ja gewohnt haben oder ja durch die Gegend immer gerannt sind. Müssen jetzt immer müssen die jedes Mal irgendwie, weiß ich nicht, hier das Wasser irgendwie steigern, wenn die irgendwie einfach irgendwie so durchgehen wollen. Was die ganzen Gelehrten und so, die herumgelatscht sind, haben die alle irgendwie, die immer mit der Badehose rumgelaufen. So, ich muss mal da kurz oben hin, alles klar. Ich steig mal kurz das Wasser, alles klar. So bei eigentlich jeder, oh, das sind Truhen, sehe ich gerade. Bei jeder Dungeon kann man halt irgendwie jetzt irgendwie drauf anwenden. Dich habe ich schon bekämpft. Seltene Brustplatte, Yuri, Carol und Flynn. Immer ist Yuri. Bei Flynn ist irgendwie, ja, läuft immer Gefahr, die Gruppe zu verlassen irgendwann. Weiß nicht, Carol hat, ist glaube ich schon tanky genug, also Yuri. Und Yuri ist der Hauptcharakter, ne? Da kommt nur dazu. Und du stehst glaube ich genau davor, so dass ich da nicht ran kann, oder doch? Seltener Protektor, Estelle und Raven. Estelle. Ja. Kriegt immer noch bessere Ausrüstung. Habe ich dich schon? Ja, ich glaube, mit dem mit der Axt habe ich schon bekämpft. Ne? Ich guck noch mal kurz. Wir sind doch unter Menschen, ne? Das ist noch Estelle. Aber wir sind immer noch nicht höher gelevelt als der Don. Das weiß ich nicht. Das heißt, er könnte ja locker durchrennen, ne? Alles kaputt haben. So, du bist so einer. Jetzt nicht umsonst in den Kampf reinrennen. Ich habe das Gefühl, ich muss da mal machen. Komm schon. So, da haben wir schon. Gut. Länger gedauert, als ich eigentlich geplant hatte. Aber hier laufen auch noch welche mit Schwertern und so rum und boah. Begrüßen wir die alle mal. Ihr werdet auch nicht gegen Wasser ja resistent sein, ne? Fechter, Lanzier, Bischof, tschüss. Aber wir steuern jetzt Dings, repeat. Wenn ich gemerkt habe, dass mit Flynn irgendwie zu langsam ist. Na, vielleicht bilde ich es mir auch nur ein. Die Gegner sind einfach viel zu stark. So, hi. Donnerwetter. Psst. Gehen wir leise rein. Hast du gerade was gehört? Was? Ah, mein Ding ist schon abgelaufen. Wie? Tschüss. Also wenn die Kämpfe nicht so lange dauern würden und irgendwie fast alle meine Ressourcen in Sachen TP und HP erschöpfen würden, dann würde ich die sogar machen, aber... Sehen wir, wie es ist. Ich tue offscreen sowieso wieder leveln, nur ein wenig. Also ist nicht so, als würde ich ja Erfahrungspunkte aus dem Fenster werfen oder so. ちょっと
Von da kam ich, ne? Ja, warte mal, gibt's doch gar keinen anderen Weg hier, ne? Warte mal, war schon alles hier? Habe ich Papier schon alles abgeklappert, ne? Ich dachte, ich habe hier, ja. Okay. Also schon ja alles abgeklappert. Gut, dann können wir schon mal weiter. Also ich rechne jetzt irgendwie, weiß ich nicht, wird irgendwas Story relevanten, was jetzt hier als nächstes passiert. Bosskampf vielleicht. Möglicherweise speichere mal die ganzen Skips, nicht noch mal angucken muss und so. Dann gucken wir mal. Ich sehe schon Ladebildschirm. Ja, ja, das sieht wichtig aus hier. これんぼって年でもねえだろ。ブラーブラー。ああ。エクセレント。研ぎ澄まされた勘と野生の嗅覚。実にエクセレント。家が今度は何？アレクセイの居場所でも教えてくれるの？ Yes. 教えて差し上げます。ヘルへの生き方をね。 Warum stellt sich der Typ eigentlich uns noch mal in den Weg? ここに来てどういう風の吹き回しを。ファーガタン。元よりミーとユーたちは敵同士。 Ja, ich hab's echt gesagt vergessen. いつかはこうなるデスティニー。また罠なんじゃ。てめえの言う通りだ。俺たちは敵同士。いいぜ。 Und ich steuere gerade Repeat. etwas antiklimatisch. Ich weiß immer noch nicht genau, warum wir irgendwie so ein. Das ist nochmal der Deal mit diesen Typen. Ist er nicht gegen resistent gegen irgendeinen Mist, ne? Das Zauberabwehr, ehrlich. Oh, er lernt. Oh, pff. Okay. Warum auch nicht, ne? Ist ein guter Heilmove, den kann ich gebrauchen. Hey, hey, hey. Was hast du mit Rita gemacht? What's this? Hör auf meinen Hund loszugehen, Mann. Mein Hund meines besten Freundes. Au, warte mal. Fällt mir gerade ein. Soll mal versuchen, was zu klauen. Keine Objekte zu bestehen, ist klar, aber jetzt mal meinen könnte, dass das mal irgendwie der Fall wäre, ne? Mal zu klauen. Nee. Au! Was? Er hat doch bestimmt eine Mystik gehabt, pass auf. Okay, da habe ich eingesetzt. Jetzt überhaupt eine Art. Ich nehme jetzt mal sehr stark an der eine. Das ist ein menschlicher Gegner. Daneben. Mal, geht mal los mit. Au. Oh, hilf mir mal einer. Ugh.
Okay, ich habe keine Dings ausgerüstet, keine Mistgard. Oder ich habe keine, wahrscheinlich. Mit Flint, Dreck. So, du musst links einsetzen. Du auch, Estelle. Auf damit. So, ach ja. Ich muss ja erstmal Objektwerfer ausrüsten, damit das überhaupt geht. Aber habe ich ja nie. Au. Ja, komm. Nein. Okay, ich glaube, Repeat hat das mal eingesetzt. Okay, läuft eigentlich gar nicht so schlecht vom Schadensoutput hier. Ja, versucht ich mal dagegen zu schützen. Ah. Okay, Rita macht Schaden. Habe ich mal hoch. Was ist hier für ein Zauber drin, ne? Mal ausprobieren. Ich hoffe, mein Angriffszauber. Aua. Was haben wir ja bei Ruby oder was? Kannst deine Sichel hier in ein Gewehr umwandeln, Pistolen. Aua. Ja, jetzt weiß ich, wo Ruby abgeguckt hat. Ja, er hat als erstes eine Sense, die sich in ein Gewehr verwandeln konnte. Ich dachte, wir sind hier in so einem alten mittelalterlichen Fantasy-Spiel. Kommen die mal mit solchen Maschinen hier durch die Ecke? Tate of Grace ist auch irgendwie. Alle haben irgendwie so normale Waffen. Da kommt Hubert hier mit seinen Doppelklingen. Sein Doppelklingen, zwei Schwerter, Bogen, Pistolen durch hier geht. Ist auch irgendwie nicht normal, ne? Ja, ne, der hatte ein Schwert, der in so ein Doppelschwert verwandeln konnte. Dann konnte er die auseinandernehmen in zwei Schwertern. Dann konnte er den Bogen daraus machen. Dann konnte er sich in so Pistolen verwandeln. Ja, voll irre. So, Repeat, du heil dich mal. Ich hau liebend gerne all meine Heilgegenstände. Gerne aus dem Fenster, wenn ich am Ende nicht besiegt kriege. Mein Gott, wie schnell tut ihr Ding ist verballern, ey. Nein, bitte keine wahre Macht. Oh, der hat auch so was Raven hat, oder? Super. Ich fand den eigentlich schon schwer genug, ne? Also der musste jetzt nicht noch ein bisschen. Er musste jetzt nicht um die Ecke kommen mit seinen "This isn't even my final form". Ich fand den eigentlich schon schwer genug, wenn ich ehrlich bin. Au. Ah, großer Wagen. Ist tatsächlich der große Wagen gewesen. Und der Great Dipper, das ist der große Wagen, ne? Ich vergesse das immer. Ne, ich will da rein. Oh, jetzt hat er eine mystische Art. Auf meine Heilerin, natürlich. Au. Todesliebkosung. Wow, ist er dazu überlebt. Cool. So, jetzt setzt ein Heilzauber ein. Wenn ich nicht Dings einsetzen muss, Heilgegenstände, geizig nämlich. Dann voll kacke, dass ich Flint im Team habe. Der kriegt jetzt voll viel Erfahrungspunkte. Der ist glaube ich schon ein Level höher als alle anderen. Ich könnte mir auch mal einen Orangengummi, ne? Hab ja nichts dagegen, Leute, ne? Wir machen noch genug Schaden, ohne irgendwie viel zu schnell zu falken. Wo ist er? Au. So, da ja alle hier seid, ne? Jetzt hauen sie natürlich alle ab. Warum mache ich mir eigentlich die Mühe, euch zwei? Aua. Au. Was?
So. Jeder denkt sich nur so, ich kann schon keine Ananas Gummis mehr sehen, Mann. 666. Ich wollte schon gerade sagen, der greift gar nicht mal irgendwie an. Dann machst du eine Waffe auch noch in Schild verwandelt, sag mal, geht's eigentlich doch. Jetzt sehe ich ja jetzt, da kann seine Waffe auch noch in Schild verwandeln. Ja, ist doch gut, Mann. Mal direkt noch eine Atombombe. Ja, ich glaube, es selber drauf gehen. Warte mal, ich halte dich mal, Rita, ne? Ja, noch mal. Oh, ehrlich, für diesen kleinen Schuss. Der hat nur gezählt. Nein, nicht in den Rücken schießen. Ja, oh, Rita wurde auch getroffen. Oh. Hey. Dieser kleine Schuss, ja klar. Damit wurde ich nur getroffen. Oh. Wir wollen jemand hochhelfen. Ja, das ist, ne, boah. Ich will auch was davon haben. Vor allem, wir sind noch am Anfang mehr oder weniger dieser Dungeon, stelle ich mir jetzt gerade vor, ne? Kommt da wahrscheinlich noch Alexei und was weiß ich, was da noch alles kommt, ne? Also wir haben ja einen ganz schönen Weg vor uns, ey. Also hier, ey. So. Ich bin mal hier kurz. Repeat, ich heile uns mal, ne? Ja, auf abzuwehren, Mann. Also wenn die Gegner abwehren, kann ich irgendwie nichts machen, ey. Irgendwie kriege ich nie Abwehrbrüche durch. Hm. Ich kann die angreifen, so viel ich will. Rita, was machst du hier vorne? Nimm Ananas Gummi und geh da hin. Ah. Ich ob der Schaden irgendwie fest ist oder ob irgendwie was, ob das von Magieangriff oder so abhängt, weil Magieangriff habe ich glaube ich nichts auf. Auf Linie so fähigkeitenmäßig und waffenmäßig. Oh. Ja, unter 100.000. Und tschüss. Aber er geht auf mich los. Nein, geh weg. Ah, was? Ich wurde da nicht mal getroffen. Cheater. Oh. Von was wurde ich dann getroffen? Ich muss da... Also, wie meine Mystic Art funktionieren ist, ich werde von... Ich treffe meinen Gegner mit einer Arcana-Art oder irgendwie sowas. Und dann... Der Stunt wird meine Mystic Art ausgelöst. Ey, er hat mich noch mal mit irgendwas getroffen. Ey. Ich glaube, er cheatet. Was, Menschenwerfer? Was, was hier? Komm her. Spam, 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 spam. Ah. Boom. Hat überhaupt nicht. So, er wird ja wohl nicht mehr so viele Dinger noch aufhängen. Ja. Ich greife einfach weiter an, ja. Mein Stinks eingesetzt, Schutzfeld, aber okay. Ah, der blockt das einfach, das gibt's nicht. Das sind meine ultimativen mächtigen Angriffe, ne? Der bockt einfach dagegen. Und ist er erst wieder hier stundenlang in der Luft. So, wo? Der blockt einfach. Oh, sehr guter Finish. Ich sehe zwar überhaupt nichts, aber... Idioten alle miteinander. Boom. Oh. Taubbogen. Nee, Taubogen.
Nice fight. Gara ja ne en da kedo. Don no kataki. Torasete morau wa. Yudan shicha dame. Mada nanka kakashite iru kamoshirenai wa. Non, non. Mou nani mo arimasen. Saigo. So. Saigo desu. Sono mune. Anata mo Alexei ni? さあ、どうでしょう。ネバーマインド。どうして？なぜ一人で戦ったんです？仲間も何の用意もなしに。グッバイ。待て！アレクセイはどこにいる？奴は何をしようとしている？なんで？リヴァイアさんの爪、哀れな末路じゃ。あ。あ、はい。二人とも泣いてた。何よ、何だって言うのよ。ひどい人だったけど、この人ももしかしたら。Wir machen Alexei fertig. Das war meine Ankündigung. あなたがエステリーゼ様や守番隊長にしたこと、僕は許せない。でも、あなたの理想がすべて嘘だったとも思えない。せめて戦う前に。なぜこうなったのか僕は知りたい。難しそうな顔をしてピリピリムードになっとると魚が逃げてしまうぞ。すまない。アレクセイと決着をつけるんだと思うとつい気を張ってしまってね。まあその気持ちはわかるのじゃ。うちもアレクセイとはケリをつけたいからな。みんな同じ気持ちなんだね。でもまだアレクセイは目の前にいないのじゃ。今はとりあえずおでんを食べて落ち着け。そうだね。フレも食うか。うちのおでんは特製じゃぞ。ありがたくいただくよ。 OK、erst einmal bevor ich es wieder vergesse, Bogen Taubogen Dispersion und großes Influss natürlich und Attribut Wasser, das heißt so, wo sind die jetzt hingelaufen? Laufen die noch irgendwo hier durch die Gegend? Will ich dann ehrlich gesagt heraus, wenn da kommt noch ein Bosskampf oder so? Und dann ja, muss jetzt nicht sein. Ich hatte gerade einen. Na, gucken wir mal. Bevor ich jetzt Zeit verschwende oder so, lass mal. Sagt er, während er trotzdem noch weitergeht. Na gut, weiter geht's. Jetzt ehrlich gesagt nicht so. Ich bin jetzt nicht so scharf drauf, jetzt hier noch einen Bosskampf oder so zu machen, weil ich glaube, irgendwie Alexei ist jetzt auch nicht mehr so weit entfernt, ne? Und sie wieder so einen Bosskampf nach dem anderen. Das sieht schon irgendwie nach, weiß nicht, Ende des Spiels aus, aber. Das Ende der Klaue des Leviathans. Ossan to onajimi no ue ni atte, zenzen chigau michi o ayunda no jana. Na. Ippou wa kishidan ni inokori tsuzuke, ippou wa giruto no boss ka. Demo, docchi mo kekkyoku wa yatsu no iinari ni naru shika nakatta nasakenai otoko yo. Ore no baai don no tokoro ni ita no mo, motomoto wa yatsu no meirei datta wake da shi.もともとはスパイとしてユニオンに潜り込んだんだけどね。それがドンにバレちゃって。でもドンはなんか軽くスルーしてくれたのよ。いつでも俺の首をかきに来れるものなら来てみやがれってな感じかの。お、
ハディちゃん、その通り。よくわかったね。それで男惚れしてユニオンにもどっぷりハマり込んだんじゃな。そうそう、なんだかんだで二重生活よ。俺様、困った男よね。イエガーにもそういう出会いがあれば、人生の終わりも変わってたかもしれんな。 OK、Leute, pass auf, es kommt direkt der nächste Bosskampf, ey. Muss jetzt nicht unbedingt sein. Hey, da war jetzt ein Witz, verdammt. Bist du ein Gigantum-Monster? Ich glaube ja. Ich kann nicht an die Truhen heran, weil du fettes Stück da im Weg bist. So, bitte sag mir, du bist im Bereich des machbaren Poseidon. Ich glaube, ich werde den sogar versuchen hier. Ich muss wahrscheinlich sowieso wieder hier raus. Um 55 kommen, den schaffen wir. Resistent gegen natürlich alles. Au. So, ich will erst mal gucken, ob der irgendwas zu klauen hat. Kein Objekt zum Stehen, alles klar. Na, gehen wir jetzt mit Pete und Co. So, weißt du was? Ich möchte ganz sicherstellen, dass wir den erledigt kriegen. Warte mal, tut er nicht jetzt verschwinden, wenn ich... Nee. Hey, normalerweise verschwinden die. Okay, der hat kein Objekt zum Klauen. So, ich will Rita und Estelle haben. Flynn muss nicht. Patty kann rein. Die kann den mit Zaubern eindecken. Wir gehen halt jetzt mal ganz, ganz, ganz... Nur Zauberarzt hat sie sogar, okay. Mein Gott, ist halt mit einem Level hinterher, ey. Ich krieg die Krise. Raven, Carol. Dann mach mal Yuri. So, der war gegen, die setzen als Zauber ein. Sollte eigentlich, solange mir ja die Dinge nicht ausgehen, ne? Die Heil-Items sollte halt eigentlich gut sein. Hm. Irgendwann wollte ich noch machen. Da. So. Jetzt haben wir so eine Zauberfront hier, während Yuri auf den drauf geht. Ich hätte vielleicht noch was kochen sollen vorher, ey. Egal. Yuri sollte halt eigentlich klappen. So, out. Keine Ahnung, ich dachte erst, er hätte noch die AP von. Was machst du da? Hä? Ja, cool ist, dass so ein riesiges, schweres Teil und irgendwie prallen meine Angriffe die ganze Zeit an dem ab. Ah! Ja, aber meine Magie nicht. Hier meine normalen Angriffe scheinbar abzufallen, glaube ich. Ja, vielleicht, wenn der hier so grün ist, damit schaffen wir. Stellen wir den jetzt, aua, nicht so schwierig vor. Vor allem nicht, wenn wir hier den mit Magie eindecken, wie blöde. Oh, Zeitstopp. Soll schon kein Problem sein hier. Ja, übernehme mit, geh weg. Ja. Ich habe 4000 AP mittlerweile mit Alter, mit Yuri. So schnell. Ja, und Patty hat diese Angriffe, mit denen sie hin und wieder mal TP heilen kann. Oh Gott. Also so schnell gehen wir ja, glaube ich, nicht drauf. Das ist eigentlich voll die Killer-Kombi, was ich hier gerade mache. Au! Mann! Nice. Okay, meine Angriffe fallen an den ab. Lebt gerade, was?
Ich werde gerade geblitzt. Ah. Au. Hey, au. 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 Er hat mich zurückgehört. So, kannst du Yuri wiederbeleben? Bitte. Nein, Yuri wiederbeleben. Geh mal auf mich los. Okay, ich hoffe, Priorität ist ja wiederbeleben vor heilen. Ne? Soll ich heilig? Alter, nee, war 89. Ich dachte schon 8000. Ich habe um 8000 gehalten. Macht irgendwie nicht so viel Sinn. Weil man hat jetzt nur mit 121 heil. Ja, ich muss definitiv noch mal hier raus, dem ich den erledigt habe aus dieser Dungeon mit Heil-Items und so eindecken. Wenn wir mal irgendwie gegen Alexei oder so kämpfen am Ende, dann werde ich hier irgendwie alle möglichen Heilklamotten brauchen. Okay, der Kampf ist aber einfach. 1000-mal einfacher als gerade gegen Jäger. Jäger. Nur halt die Heilgegenstände, die sind ein bisschen knapp hier. Da habe ich auch noch so 16 Stück, ja. Oh Gott. Nicht angreifen. Ja. Oh Gott. Zum Glück war Rita noch unverwundbar. Das werde ich schon wieder drauf gegangen. Aua! Mann! Was hat Revitalisierung? Wird die da gerade eingesetzt? hat der ist dann einfach voll eine reingeboxt. Mitten in die Fräse. Das sah voll schmerzhaft aus. Nein, ich habe doch geblockt. Oh Gott, ich bin gleich tot. Sel, warte, ich heil dich. Ah nee, du bist ja fast voll. Okay, ich heil mich. Voll die Ausrede. Ich wollte eigentlich nur mich heilen. Ne? Na, Rita, ja, komm her. Ah! Du bist er. Versuche ich dann einfach zu boxen. Oh, willst du mich auf den Arm nehmen? Weil du gerade im Überlimit warst, konnte ich da nicht einsetzen. So, hier nehme mal ein Mischgummi. Schmecken gut. Au, au. Mein Gott. Dieser Angriff, ey. Wie so ein kleines Kind versucht, einen Salto vorwärts zu machen und sich dann voll auf die Fresse legt, ey. Ja, du hast nur noch die Hälfte, aber schon. Boah. Mich voll reingesprungen, hab der Ding gesehen. Ah. Danke. So, ja, ich muss definitiv Heilklamotten hier nachstocken. Ah. Für irgendwas Geiles, Petty. Jawohl, gut, gut gemacht. Dachte ich, verlassen aus der Reichweite sein, ne? So, nee, ich muss noch mal ein paar Dinge hier einsetzen, Heilgegenstände und so. Ja, vielleicht mal hier mal ein bisschen rumspielen, ne? So, steh bitte auf. Ach, falsche Knopf, ey. So, sie war und boom, da war doch mal gut. Wenn ich jetzt nur wüsste, wenn wir noch mal drei Dinge einsetzen, ne? Okay, so, nein, nicht jetzt, ey. Komm her.
mystischer Art. Oh ja. Schön. Oh, 10.000 Schaden. 11.000. 13.000 Schaden. Okay, damit kann ich leben. Ich wünsche, mein Überleben würde sich ein bisschen schneller aufladen. Ich habe ein bisschen öfter mal einsetzen kann. Ich alle paar Kämpfe komme ich irgendwie mal die Chance hat einzusetzen, weil ein bisschen wenig ist, finde ich. Da habe ich doch lieber irgendwie ein Fels auf der Serie bevorzugt, wo irgendwie in jedem Kampf irgendwie 2-3 Mal einsetzen kann. Aua. Nein, ich hab's doch. Ist schon wieder weg. Oh, alle gehen die TP aus. Super. Ich kann schwören, Rita hat jetzt gerade Star Platinum gesagt. Star Platinum. So. Da gehen meine Ananas-Gummis hin. Ich habe noch Orangen. Ich habe noch Orangen-Gummis, also ist das nicht so schlimm, aber trotzdem. Hi. Wird nicht wieder kaputt auch nicht. Ich bin gerade aufgestanden. Aua. Oh, ehrlich. Halt. Hab mich doch gleich, ey. Ja gut, dass ich ein paar TP dazu bekommen in der ganzen Wiederbelebung. Ja, daneben, ich bin zu klein. Gibt mich eigentlich treffen. Doch. Warum? Alter, macht da wenig Schaden, sehe ich gerade. Okay, der ist auch resistent gegen alles mögliche, ne? Oh nein. No. So. Okay, danke. Gehe ich weg. Was der mich eingeholt hat. Aber wir haben den erledigt. Das ist so ein Gigantmonster, ne? Kommt spezielle Musik und also was. Komm schon, du bist gleich tot. Oh, du bist jetzt gleich tot. Boom. Okay. Boom. Macht jetzt eigentlich keinen Sinn, weil ich sowieso. Okay. So, und ich hoffe, das hat sich jetzt hierfür auch noch gelohnt. Jolnia. Erleuchtung. Irgendwie schon. Ja, 13.000 Schaden. Ich nehme mal an, die meinen. Meine Mystic Art. Die hat 13.000 Schaden gemacht. Irgendwie kein Gegner hat nur so wenig HP. Die Gegner haben was 60.000 AP. Ich glaube, die stehen danach noch. So, Jolnia. Tor lässt grüßen. So. Und natürlich, das heißt, es gibt wieder eine Menge neue Fähigkeiten, die ich lernen muss. So, das ist ein Hammer, also muss ich hier wechseln. Oh, das alles. Ich dachte, ich würde sehr viel mehr Angriffskraft bekommen. Shiden, ein heiliges Donnerschwert. Wesens hat sich ja waffenmäßig gelohnt. Reichen alle von der Nähe ebenfalls Level 1. Das Überleben dauert nur halb so lange wie normal. Was? So, das heißt, ich muss jetzt wieder Dings hier ausrüsten, Spezial. Aber ich hätte doch schon gerne. Boah, er hat keine Verteidigung. Nehmen wir ein Geist weg hier. Spezial. Und warte mal hier. Stab. Was? Stab. Was?
Das für ein blöder Name für so eine Spezial, was? Ja. Was, wir sind schon hier auf Level 50 am rumeiern, ne? Laufen mit Waffen hier durch die Gegend mit den Namen, die ihren Namen Mjölnir und also übertragen, ne? Und dann Stab. So, ich konnte jetzt hier noch mal ein bisschen. Jetzt mal Namen, da oben ist der Weg, den wir gehen müssen. Wie jetzt kommt ein Gegner oder ein Boss oder irgendwie so, ne? Okay. Na, mit dem Blauen geht er nach oben, ne? So, weiß ich nicht, will ich das da runterschmeißen? Neptun. Jetzt können wir bei den ganzen Waffen, jetzt kriegt sie große Sinnflut. Also wir werden wahrscheinlich alles wieder hier Angriffe lernen irgendwann. Oh, ich sehe schon. Oder macht da irgendwie gar keinen Sinn. Ich nehme an, dieser Block, der willst du jetzt nicht vom Wasser hier hochheben lassen, oder? Liegt doch bestimmt eine Tonne. So. Aber ich sehe schon, wohin das führt irgendwie. Dieses Rätsel. Aber lass mich mal gucken da unten. Jemand war irgendwo hier so, ne? Was ist denn da unten noch? Das sieht schon wieder voll verdächtig aus. Ich schiebe das mal ganz nach unten ein. Ich glaube, so ungefähr da war das. Lass mich das eben hier noch mal gucken. Nee. Okay. Hey, Moment mal. Der rote, wenn man das rote aktiviert, dann geht das nach oben. Oh, ich sehe gerade, da ist noch so ein Ding. Das richtig, muss ich das auf den drauf packen oder muss ich das daneben hin packen? Ich mache mal daneben so eine Brücke, ne? Okay, natürlich sind jetzt ja alles Gegner. Ja, aha, guck mal, wie klug ich bin. Ich bin so klug. Das glaubt man bloß nicht, dass ich gegen euch kämpfe, ne? Schluck mal einen so einen Trank her und dann habe ich einfach an euch vorbei. So, bringt mir jetzt das hier. Okay, was? Hey, da Ding ist wieder zurück. So, warte mal, da war doch irgendwo noch so ein. Wie soll ich denn herausfinden, wo genau das ist, ey? Nee, jetzt gar nicht. Nun gut, dann machen wir noch mal. Gehen wir aber erstmal nach oben dann. Also wenn das richtig ist, dann hätte er ihn direkt da lassen können, aber ich nehme an, das ist dann nicht richtig. Ich tue ihn aber trotzdem noch mal hier packen. So, übrigens nennt er die Truhe erst nach danach zeigt, ne? Dem ich ja schon alles umgestellt habe und so, ne? Leute. So, wie mein heiliger Trank ist genau gerade jetzt abgelaufen. Leute, ich muss mal hier durch, ne? Danke. So. Warte mal, bringt mir das jetzt? Was? Ich verstehe es nicht. Ja. Komme ich dahin? Ich habe keine Ahnung.
Ich darf wieder da runter, Backeladen. Ich mache da jetzt noch mal. Ich mache jetzt noch einmal und schaue mich da oben noch mal um. Das war ja schon mal richtig, ne? Nur was genau muss ich denn dann da machen? Ja. Die Heiligen trinken, die halten ja auch echt gar nicht lange. Ey. So, warte mal, sehe ich ja gerade. Muss aber einen Grund geben, warum ich irgendwie dahin gehen kann. Heilige Tränke muss ich aufstocken. Oh, warte mal, muss ich hier drauf bleiben, wenn ich das darunter packe? Ah, mein Gott, bin ich klug, ey, das glaubst du nicht. Du glaubst das einfach nicht, ey. Ich jetzt hier hin. Was? Kam ich von hier? Lege die prächtige rote Kugel auf das Podest. Tauche hier die Macht der gesamten Schöpfung ein. Ein Lichtstrahl wird das Siegel für dich freigeben. Ich glaube, wo komme ich denn jetzt hier raus? Hm. Ah, jetzt noch so ein Rätsel, alles klar. Aber da komme ich hin, wenn ich von was? Ich will diesen Geheimgang hier zurückkomme. Okay. So, was haben wir denn hier? Ich habe da zwei Truhen gesehen, will ich haben. Hier ist wieder so ein Ding zum Schieben. Hier sind noch mehrere Dinger zu schieben. Nehmen, was? So, wir jetzt mal gucken. Okay. Okay. Keine Ahnung. Weg, mach mal aus. So, ich nehme an, ich muss die Kugel nehmen. Oh, halt, wart. Oh, warte mal, muss ich das hier rüber schieben oder was? Ich habe so das Gefühl, ich muss halt von da aus dann abschießen. Hat von irgendwo da erreichen, glaube ich. So. Keine Ahnung. Ja. Kann ich halt nicht einfach da runterschieben und dann kann ich so darüber. Weltenzauber und Mischgummi. Gott, yes. Okay. Ich glaube, ich habe so halbwegs irgendwie so eine Vermutung, was zu tun ist, glaube ich. Kann ich die über diese Brücken hier schieben? Ich glaube ja eher nicht, ne? Okay, da kann ich sowieso nur von da aus.
Ja, was bringt mir das denn? Ja, Big Brain Time, ja schon wieder. Ich hab keine Ahnung. Nicht dann da drauf stehen und dann von da aus irgendwie anballern. Hey, einen Moment. Eine Idee. Ich bin so klug, ich habe das eigentlich noch nicht mal geplant, ey. Rotkugel. Ach, das muss ich sogar machen. Da, ah, das ist durch mein Kopf. Weißt du, ich habe halt nur so spontan, boah. Geh doch mal aus dem Weg, du fettes Viech, ey. Weg, ich habe voll neue Waffen. Alter, mach ich jetzt Schaden. So, weh, ich kann jetzt hier nicht durch, weil der fette Typ mir vor mir steht, ey. Ah, oh, ehrlich. Oh, was? Ey, Junge. Ach. Kommt her, ihr. Schwendet ihr noch weiter meine Aufnahmezeit, ey. Ja, erlernt. Lunaschmetterer. Das ist wahrscheinlich wieder durch irgendeine Dings hier. Also nicht, was hat sie nochmal gelernt? Große Sinnflut oder irgendwie so was? So eine veränderte Art Dingen. Boah. Boah, ehrlich. Netter Heilschlag. Warte mal, hat nicht schon mal? Da habe ich doch schon. Hm. Also ich merke das jetzt, also hat irgendwie Juri so ein Ohmzeichen auf dem Rücken, so ein Omega. Alter. Mann. So, aber da ich sowieso ja noch mal hier raus muss aus diesem Ort, um meine Vorräte aufzustocken. So, okay, ich habe gar nicht jetzt hingeguckt, irgendwie weiß nicht. Ich sehe irgendwie so zwei Jungs, wie die irgendwie nur Mädchen misshandeln. In dem Ghetto, in dem ich hier lebe, ist das natürlich üblich. Also, so, was hat hier? Ja, ne. Oh, was ist wieder unten? Ich schau ab, tschüss. Gut, die rote Kugel, die brauche ich doch, um die eine Barriere da kaputt zu machen, ne? Also, ja, sind wir, glaube ich, fertig, ne? Rätselmäßig, glaube ich, hoffe ich, bitte. Schon fast 18 Uhr, das ist schon zu spät für mich. Mein Gehirn zu benutzen, ne? Ist da, was ich meine? Da ist mein Gehirn schon längst abgeschaltet, ey. So, Cutscene. Muss das? Irgendwann mit Alfred? Ein Schatz, den Patty sucht. Zum Glück sind wir von rechts hingegangen, ne? Weißt du, wenn ich links lang gegangen wäre, hätte man nie gesehen. Ein seltsames Juwel, das im Schein von Tau zu finden war, hat Vertiefungen an den Seiten, als könnte man etwas verbinden. Ich bin nicht mehr länger Pirat, ich bin jetzt ein Koch. Alexei,
ボコボコにしに行くのじゃ。Okay. Claudius Leviathan hat etwas vor. Achso, da unten muss ich den legen, genau. Warte mal, war das da oben oder? Jetzt muss ich noch mal hier rumlaufen, ne? Oder? Na gut, aber machen wir alles im nächsten Part. Ich bin sogar irgendwie versucht, doch noch mal Kolosseum ja anzutackeln, weil wer weiß, was wir kriegen, wenn wir das einmal abschließen. Ne? Vielleicht kriege ich ja irgendwie was super Geiles, was ich gebrauchen könnte im Laufe der Zeit. Also ja, deswegen habe ich so gefühlt, dass wir so ein paar Level brauchen werden. Man kriegt da vielleicht ein paar Level, deswegen ja. Außerdem muss ich sowieso wieder hier Sachen lernen. Ich muss nach draußen gehen und Objekte kaufen wieder, damit ich wieder hier gut gerüstet bin. Und ja, wenn ich schon mal dabei bin, dann kann ich auch irgendwie direkt mal kurz die Stadt hier absuchen, weil vielleicht habe ich ja, nachdem Pharaoh da aufgetaucht ist, wirklich ein paar Sachen getriggert. Das ist irgendwie das, was mir noch so im Hinterkopf vorschwebt. Und ja, in dem Sinne sage ich dann, ich beende mal hier, mal gucken, wie es weitergeht. Vielleicht kommt das Kolosseum als nächstes dran, können wir mal ganz kurz so da reinpacken, jetzt gucken, ob wir irgendwas Gutes bekommen. Und ja, in dem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar, und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss. So, ich habe wortwörtlich gerade die Aufnahme beendet, da ploppt hier noch so ein Skit auf. Ey, das gibt's jetzt nicht. Wir machen Alexei fertig. Doch. これ以上世界を混乱させるわけにはいきません。僕たちが止めるしかないんだよね。ええ。そのためにここに来たのだから。今さら覚悟の決まってねえやつは一人もいないだろう。行くぞ。Ja, auf dieses Gerät hätte ich auch echt noch verzichten können. War irgendwie voll Klischee. Okay, jetzt ist aber der Part beendet. Hoffentlich. Und jetzt kommt noch ein Skit, nachdem ich hier den Part beende. Tschüss. Und natürlich kommt hier noch ein weiteres Skit. Mach es, Stella. So, そんなにすごいものなの？あんなちっちゃなものが？ただちっちゃいだけではないのじゃ。あれを使えば、かゆくなった頭もかけるのじゃ。頭も。よーく磨けば、鏡代わりにもなって、ほっぺについたご飯粒も取れるのじゃ。鏡代わりに。おまけに、ブンブン振り回せば、とても危険な武器になるのじゃ。武器に。っていや、そういうことじゃなくて。なんかいつもパティのペースに巻き込まれちゃうよ。見たか、これぞ大海賊の証の力なのじゃ。そう、うん、なわけないでしょ。リータ denkt sich nur, oh mein Gott. Geht. みんな、ご飯できたよ。カロル、昨日も同じメニューでしたよね。Ja, ich muss doch kochen hochleveln. カロルの好きなメニューでしょ。そうだよ。毎日でも食べたい味だよ。おっさんはもっとキリッとした大人味が好みなのよね。ずっと僕が作ってるんだから、僕の好きなものにしていいってことだよね。もうそうだな。ちょっと、あんたこれから毎日同じものを食べさせられてもいいの？食えるだけでもありがたいだろう。カロルの料理結構いけるしな。ありがとうユーリ、僕明日も頑張って作るよ。つまり明日も同じメニューなわけ？そうみたいね。残念。栄養が偏ってしまうから心配です。しょうがない。めんどくさいし、我慢するか。みんなそんなに自分で料理したくないんだ。Gibt's den Carol? Okay.